Hallo zusammen, wir sind gerade auf Erikusa, das ist eine ganz kleine griechische Insel im Norden vom Ionischen Meer und wir feiern heute einen Monat Leben an Bord. In den letzten Wochen haben wir ganz schön was zu tun gehabt, wir haben sehr viel am Boot noch gearbeitet und wir haben das Boot erst richtig kennengelernt und sind daher auch wenig zum Filmen gekommen, aber jetzt ist wirklich Zeit für unser erstes Video. Es ist halt ziemlich schwer für uns gewesen, die richtigen Worte zu finden, um uns selbst zu beschreiben oder euch ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben, wer wir eigentlich sind und warum wir jetzt eigentlich eine Weltumsegelung machen wollen. Und haben ein paar lustige Fehlversuche gehabt, wie wir den Anfang gestalten. Es ist halt so, wie es immer ist, also zu beginnen ist einfach das Schwierigste. Aber der Markus hat dann eigentlich die gute Idee gehabt, dass wir unser Hochzeitsvideo verwenden könnten, was wir von einem lieben Freund, der das auch professionell macht, machen lassen. Und wir haben ja kurz vor unserer Abreise noch geheiratet in Österreich. Und da ist eigentlich, es ging natürlich die ganze Zeit auch um die Reise und unsere Freunde und Familie haben eigentlich wirklich gute Worte gefunden, uns zu beschreiben oder auch unser Vorhaben zu beschreiben. Also wir wünschen euch viel Spaß jetzt einmal beim Zuschauen, bei dem ersten Video und das nächste Video wird demnächst erscheinen. Das ist dann, wie wir das Boot ins Wasser getan haben und von Dubrovnik noch Erikusa gesegelt sind. Genau. Also dann. 6 Jahre geht ihr bereits Seite an Seite und vor allen Dingen Hand in Hand gemeinsam durchs Leben. 6 Jahre, in denen ihr gemeinsam gewachsen seid. 6 Jahre, die euch heute wissen lassen, mit dir gemeinsam kann ich alles schaffen. Von Anfang an hat sich alles so natürlich zwischen euch angefühlt. Ihr habt den anderen von Anfang an vertraut und wart euch ziemlich schnell klar, dass ihr euer passendes Gegenstück gefunden habt. Dem Menschen, mit dem ihr lachen, das Leben feiern, rumalbern und über alles reden könnt. Ihr seid jeder für sich einzigartig, aber zusammen ein Team, eine Familie, beste Freunde, Partner. Ihr habt im letzten Jahr eine unglaublich mutige Entscheidung getroffen und habt beschlossen, aus dem 9-to-5-Hamsterrad auszubrechen und euer Großstadtleben gegen ein Abenteuer auf dem Meer zu tauschen. Aus Markus' Traum, irgendwann mal in der Pension die Welt auf dem Segelboot zu entdecken, wurde auf einmal viel mehr. Und so wurde in kurzer Zeit aus einem Hirngespinst ein fixer Plan. Aber warum auf die Pension warten? Die Zeit ist jetzt. Ihr habt euch auch nicht davon abschrecken lassen, dass ihr bis zu diesem Entschluss keine Segelerfahrung hattet, geschweige denn ein Segelboot. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und so steht ihr kurz vor Beginn dieses riesigen Abenteuers. Es warten unzählige Erlebnisse auf euch, die euch für immer in Erinnerung bleiben werden. Aber sicher auch einige Herausforderungen, die euch als Paar noch stärker werden lassen. Ihr wisst ganz genau, wir passen zueinander. Wir kennen die Stärken und die Schwächen des anderen. Wir sind ein eingespieltes Team und sind fest entschlossen, die sanften und die reißenden Wellen gemeinsam zu bewältigen. Heute beginnt nun eure gemeinsame Bootsfahrt. Die Freundschaft zu Markus hat mir gezeigt, dass Entfernung keine Rolle spielt. Auch wie er die große Entscheidung getroffen hat, zu seiner großen Liebe Julia nach Wien zu ziehen. Im Zuge dessen, liebe Julia, möchte ich mich bei dir von ganzem Herzen bedanken, dass du Verständnis gezeigt hast, wenn Markus und ich stundenlang telefoniert haben. Gute Beziehungen festigt man mit schönen Erlebnissen. Und genau das macht ihr. Ob mit euren Reisen oder mit dem großen Traum der Weltumsegelung, aber auch jetzt, wo ihr euch das Ja-Wort geben werdet. Vor 6 Jahren habt ihr euch füreinander entschieden. In dieser Zeit habt ihr bereits viele Male auf große und auf kleine Weise Ja zueinander gesagt. Ihr habt Ja gesagt zu einem Leben, das ihr gemeinsam erfüllt. Ja zu den wundervollen Augenblicken, die euch das Leben bereichern. Ja zu den Zaubermomenten des Alltags. Ja, um für und miteinander zu wachsen. Aber auch Ja zu den Herausforderungen, die euch das Leben auferlegt. Ja zu den Momenten, die eben nicht unbeschwerlich sind.
Ja, um gerade in diesen Zeiten einander die Hand zu reichen und das für euch Beste aus den schwierigen, sogar krisenhaften Zeiten zu machen. Heute sagt ihr noch einmal, und dieses Mal ganz öffentlich und offiziell, Ja zueinander und zu einem gemeinsamen Leben. Ich frage euch jetzt einzeln und nacheinander. Ich frage dich, Markus, ist es dein freier Wille und fester Entschluss, mit Julia den Bund der Ehe einzugehen? Dann antworte mit einem deutlichen Ja. Ja. Ebenso frage ich auch dich, Julia, ist es dein freier Wille und fester Entschluss, mit Markus den Bund der Ehe einzugehen? Dann antworte bitte ebenfalls mit einem deutlichen Ja. Ja. Da ihr beide meine Fragen übereinstimmend mit Ja beantwortet habt, erkläre ich euch im Namen der Republik Österreich zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Es ist heute ein wunderschöner sonniger Tag. Speziell in eurem Herzen wird heute ganz besonders stark die Sonne scheinen. Und es wird viele, viele sonnige Stunden für euch gemeinsam geben. Aber wie wir alle wissen, kann es nicht nur Sonnenschein geben. Es werden auch manchmal einige Wolken aufziehen, es werden Stürme aufziehen und vielleicht auch das eine oder andere Gewitter. Bedenkt eines und denkt immer daran, denkt an eure Liebe zueinander, denkt an euer Vertrauen zueinander und verliert nie euren Optimismus. Denn eines ist ganz gewiss, nach jedem trüben Tag wird die Sonne wieder zurückkehren. Und wenn ich es schaffe, möchte ich mit den Worten von Mark Twain enden. Passend zu einem bevorstehenden Abenteuer. That in 20 years you will be much more disappointed by the things you didn't do than by the things you did do. So throw off the bowlines, sail away from the safe harbor, explore, dream and discover.